Hallihallo, willkommen zurück zu Fallout 2 mit mir, Nico, diesmal Part 59. Und wir stehen immer noch Wache in Navarro. Aber schick wie wir sind, schleichen wir uns natürlich sofort davon. Weil wir haben jetzt die ganzen Insider-Infos bekommen, was hier in der guten City so abgeht. Gute City. Ich hab noch eine andere Idee. Trooper, what are you doing here? Get back here! Okay. Damn it! Hat er mich sofort wieder dahin geschickt. Was mache ich denn da nur? Muss ich das jetzt die ganze Nacht mit dem aushalten oder was? Der will da jetzt auch die ganze Nacht rumlatschen und alle 2 Minuten und überprüfen, ob seine Deppen da auch noch rumstehen. Man könnte das auch gerade sein lassen. So. Jetzt hauen wir noch mal ab. Aha. Leer. Fahren wir halt mal da runter. Mhm. Backup Generator, Computer. Bringt alles nix. Ich weiß nicht, ob man diesen Computer irgendwie sabotieren könnte. Nee, da auch nix. Vielleicht können wir ja einen Raoul irgendwie dazu bewegen, Quincy aus dem Verkehr zu ziehen. Fine, bye. Ei. Nette Antenne haben sie da. Kann ich den reparieren?
Ey, du sollst ihm das Ding da einbauen. Oh, ja, ist ja gut. Nee, ich habe echt keine Ahnung gerade, wie man dieses... Wie ich den Robo-Doktor wieder frisch mache. Das funktioniert einfach nicht. Es ist soundproof hier drin. Kann ich ihn jetzt anlabern? Ha! The life functions of my master have terminated. Are you my new master? Ha! A talking dog. 1. I am a dog. 2. I am communicating with you vocally using the common English language. Therefore, it is safe to assume that I am talking dog. Now, do you intend to answer the questions that I posed to you a moment ago? Yes. The life... Bla bla bla. Will ich jetzt den Hund mitnehmen? No. Then leave me in peace. Kann ich ihn jetzt reparieren? You gain... Yeah. I appear to be fully functional now, Master. Shall I join you? Nee, danke. Er hat nix. Ah, die Blue Passkey. Hi. Irgendwas gehört? I hear you're called Snooky. I think that's cute. What? He told you that? Then I get off duty. I'm going to kick his ass. Move along, soldier, and wipe that smirk off your face. Okay. Gut, kein Problem. Pff, ja, schieb's mal auf. Thank you, my friend. I owe you a debt. That cannot be repaid. Okay, nochmal 1500 Erfahrungspunkte mitgenommen. Was haben wir denn hier überhaupt? An APU cleans the old air to provide new air for the complex. This one is broken. Aha. So, jetzt brauche ich aber immer noch vom Commander hier den Schlüssel für den Tanker und ich brauche noch die Vetibird-Pläne. Da bin ich schon mal kurz von unter den Augen weggelaufen. Und das war kein Problem, reinzukommen. Ist das der Commander? Ja, Navarro Base Commander. Die haben da alle Powerrüstungen an, ist da normal. Auch die Leute, die sauber machen. Ich will das Regal auch eigentlich nicht mitnehmen. Oh, eine Plasma-Pistole. Hm.
Da ist nix, was er für ein schönes, karges Zimmer hat. Ich bin ja ganz begeistert. So. Es macht ja doch nichts hier, wenn ich das Schloss kurz aufmache, oder? Ich muss da drinnen auch sauber machen. Nee. Ah, wollte gerade sagen. Oh. The encoded passkey that provides access to high security areas. Ding! Oh, und das spielt Tragic. Das würde ich auch verstecken. Jetzt laber ich ihn noch an, weil ich so dreist bin. Make it quick, soldier. I don't have all day to stand around. Yes, sir. Okay, retrieve the tanker, FUB. FOB. You gain 3500 experience points. So, jetzt müsste ich nur irgendwie noch diese scheiß Wedi-Bird-Pläne klar machen. Der Typ läuft da natürlich immer noch rum. Boah, jetzt kommt er wieder an meine Position und da ist niemand. Tja, that screw up pirate, private. Rennt rum und zockt dir deine ganze Basis ab. Unterm Augen. Unterm Hintern Augen. Augen am Arsch. Ah, wie komme ich an diese scheiß Pläne? Ich brauche die Pläne, Mann. Ob ich hier sneaken kann. Okay. Was habe ich denn in Lockpick? Nix Lockpick. Pickpocket. Steal. Ach ja, das kriegt dann natürlich alles mit. Asshole. Ah, wie zur Hölle. Komme ich an die verdammten Wedi-Bird-Pläne. Ohne Stress zu schieben. Hm.
Nee. Irgendwie gibt's da nichts mehr. Ich probier's noch mal anders. Chit-chat. Where's that? Okay. Okay, den habe ich auch ausgefragt. Nee, da war nichts Neues mehr zu erfahren. Fahren wir noch mal runter. Gut, Doc liegt da immer noch. Wenn sie sich später die Security Cams anschauen, werden sie wissen, dass es einer in der Ausrüstung war. In der Ausrüstung von ihnen. Aber Sir, ich habe doch bereits alles sauber gemacht. Ich wollte nur mit Ihnen über gewisse Ladybird-Pläne reden. Aber wie komme ich da dran? Nothing to report. Ja, danke. Der hat auch nichts mehr zu sagen. Computer hat auch nichts mehr für mich. Nee, ich wüsste wirklich nicht. Also, ich glaube, ich bin mal so dreist und check das ganz gediegen aus. Eine Möldesekunde. Also doch, die zwei Typen irgendwie voll labern. Sergeant? Was für ein Sergeant? Ah, ich muss das... Mit irgendwie muss ich labern. Hallo? Würden Sie mal kurz mit mir reden, bitte? Ich habe es bitter nötigst. Traffic Control. Aha, was soll das jetzt bringen? Ich da unten mit den labern. Nee. Ah, I was told by Attack that I could find the Ladybird plans here. Attack told you mean Raoul? Did he send you? Yeah, that's the guy. Damn it, you know. Raoul would lose his head if it weren't placed so firmly up his ass. This is the third time this quarter that he's lost those plans, and now he doesn't
even have the brass bouncing balls to come to me and ask for them? Fine, they're in the locker over there. Oh, and when you deliver them, tell that asshole I want to see him. Thanks. Dun dun. Hallo. Ding. So. Vetibird Plans check. So, und jetzt gehen wir den Weg raus, den wir reingekommen sind. Sammeln unsere Crew ein und sind raus hier. Und das hat alles wie am Schnürchen geklappt. Da bin ich ja hellauf begeistert. So schön den Hinterausgang. Treppe hoch zu klettern mit so einer Rüstung, das ist wahrscheinlich auch ein Abenteuer für sich. Hey Jungs, seht, was ich gefunden hab! Geil, oder? Let's go! Let's go! So, wo ist denn der ganze Rest? Müsste da nicht auch der Markus noch irgendwo rumhängen? Doch, hier. What you be needing? Let's go. What you be needing? What do you want? Let's go. You want me back? Let's head out, yep. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir so an Stuff bunkern können. Feier. Feuergecko-Pelze, das kann ich vertisseln. Ich auch vertisseln, das behalte ich mal, das behalte ich auch alles. Hab ich das, die Dinger, das brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Weg. Die sind gut. Das kann Fotsch. Den kann ich vertisseln. Nerv kommen. Yellow. Hatte ich nicht auch noch ein rotes? No. Computer Parts. Yeah, das war's. Oh, da hätte ich sogar auch die Passcard gehabt. Die findet man ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert in... Wo ist das? Jetzt komme ich gerade durcheinander. Ist das in Klamath? Ich glaube schon. Im Canyon war Klamath. Oh ja, wir sind raus hier. Oh. Was? Okay, wir werden direkt attackiert. Na, so geht's nicht. Immerhin noch ein kleiner Fight. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. So. Wer will Stress? Stress, hä? Willst du Stress? Da hast du Stress. Für alle, die das Lied noch nicht kennen. Genauso. In die Augen. Ich habe daneben geschossen. Jawohl, Robodog. Kommt mit und schlachtet. Soll ich mir das Drama nochmal geben mit dem Scheiß? Ich kann sie nicht die ganze Zeit. Ah, was mache ich denn jetzt? Nee, das ist aber ein etwas klangloser Abgang für einen Cassidy. Jawoll. Schieß, glaube ich, erstmal den hier ab. Boah, wie er abgeht, jawoll. Oh, jawoll. Sulik in Roboterhundeform.
absolut top. Jawoll. Okay. Okay, der Lenny frisst das. 121. Gut, dann muss der jetzt auf jeden Fall dran glauben. Oh. Und jetzt mach ich so einen gimpigen Schaden. Okay, die ist weg. Sieht's mit dir aus? Tut's weh. Ja. Also, jawohl, die nehme ich auf jeden Fall mit, die ist einiges wert. Oh, ein Flamer nehme ich auch, kann ich jetzt gleich versuchen in San Francisco alles zu Cola zu machen. Nicht, dass ich das noch wirklich bräuchte, aber was ist das denn? Ich nehme sie mal mit. Ja, kann ich auch noch tragen, wie viel? Oh, 160 erst. Ach. Oh. Ja, das Ding ist ja nichts wert. So. Voll die Crew, ey. Mensch. Oh, okay, da haben wir noch ein Spezial. Eine Spezial-Special-Encounter gefunden. Wir sehen hier einen Canyon. Unser Auto ist auf der anderen Seite. Wie auch immer. Hier ist eine Brücke und da steht ein Typ in Roben. You see the keeper of the Bridge of Death. Stop! Who would cross the Bridge of Death must answer me these question three. Ere the other side he see. Very well. What is your name? Sonny of Arroyo. What is your quest? To search for a way to save my village. What is the minimum requirement for the Quick Pockets perk? What do you mean, the statistic or the level requirement? Tja. Das war ein Klassiker aus Monty Python, die Smelly, Monty Python, Ritter der Kokosnuss. This smelly, filthy garment must be made out of some special fabric in order to have withstood the foulness of the bridgekeeper's body. Oddly enough, there's plasma burns and scorch marks all over it. As if these weapons were used against it to no effect. You have no idea why it's purple. Ich nehm's mal mit. Nur um sicher zu gehen. Ja, das war doch noch ein kleines nettes Encounterchen. Das muss man einfach mal gesehen haben. Das war sowas wie ein Easter Egg hier in Fallout 2. Und... Oh. Nein, auf keinen Fall will ich eine Enklave-Patrol jetzt treffen. Die Enklave-Patrol! Oh, was sind jetzt schon wieder? Feiergeckos? Nee, brauch ich nicht. San Fran, da sind wir wieder. Und wir landen direkt in Chinatown. Hi. So, aber bevor wir jetzt dann hier loslegen und langsam zum Finale übergehen, würde ich sagen... Wünsche ich euch erstmal noch was. Und beim nächsten Mal gucken wir, wie weit wir kommen. Bis dahin. Ciao, ciao.